Heute gebe ich dir 10 effektive Tipps, wie du besser mit Logic's Live Loops arbeiten kannst. Also dranbleiben, lohnt sich. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du schneller und effektiver in Logic Pro arbeiten möchtest, empfehle ich dir als erstes und unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic verbessern kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, kannst du dir direkt runterladen. Jetzt geht's los und zwar geht es heute um Logic's Live Loops. Diese Funktion ist neu dazugekommen in Logic 10.5 im letzten Update und eigentlich ist es tatsächlich für Live-Performances, wie man sie zum Beispiel von Ableton und so weiter kennt, geeignet. Aber du kannst auch viele andere Sachen damit machen. Insbesondere kannst du mit deinem Arrangement rumspielen und neue Arrangement-Ideen ausprobieren. Ich gebe dir jetzt ein paar Pro-Tipps, wie du effektiver und schneller mit Logic Live Loops arbeitest. Und wir starten gleich mit Tipp Nummer 1 und das ist: Wenn du jetzt Anfänger bist, wenn du ganz neu mit Logic Live Loops arbeitest, dann empfehle ich dir, zunächst mal die Pattern Loops zu benutzen. Die Pattern Loops kannst du hier aussuchen, das siehst du hier. Wenn ich jetzt hier alles anklicke zum Beispiel, dann hast du alle Loops, also Audio Loops, Software Instrumenten Loops und so weiter. Der Vorteil, wenn du jetzt hier nur diese Pattern Loops auswählst, ist, dass du, sagen wir mal, als Logic Live Loops Anfänger schon Grooves hast, oder Loops hast, die gut zusammenpassen, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier reinschaue, jetzt habe ich hier diesen Metamind Beat 1 und 2, Metamind Snare Fill, das ist, was ich jetzt hier auch reingeladen habe, und die passen schon ganz gut zusammen, ja. Das heißt, wenn du die hier reinziehst, dann hast du schon mal so ein Grundarrangement, mit dem du so ein bisschen üben kannst. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2, und das sind die Wiedergabeoptionen der einzelnen Zellen. Was du hier siehst, sind Zellen, das nennt sich Zellen in Logic Live Loops. Ich mache mal die Loops hier wieder zu und hier unten kannst du hier in der Vertikalen die Szenen anspielen. Das heißt, wenn du hier mit der Maus draufklickst, dann spielen diese Zellen hier, alle die sich hier befinden in dieser Szene, so nennt es Logic, dann spielen die ab. Ja, du hörst auch, dass die Zellen nicht sofort abspielen, wenn ich auf diese Szene klicke, sondern du hast eine kleine Verzögerung. Das ist einfach so eine Sache, die bei Live Loops oder bei DJs, die mit Live Loops arbeiten, ganz gut ist. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, wenn ein Loop abspielt, bevor der nächste Loop anfängt. Und damit kann ich sie dann sozusagen einreihen. Und wie schnell das ist, das kannst du hier über die Quantisierungsart feststellen. Also bis jetzt dauert es, wenn ich eine Szene abspiele und dann auf die nächste drücke, dauert es einen Takt, bis die nächste Szene anfängt zu spielen. Kommen wir mal jetzt aber zu den Wiedergabeoptionen. Und das ist auch sehr interessant. Du kannst, wenn du hier diese Szenen anklickst, kannst du Wiedergabemodus auswählen, Start, Stopp, Gehalten oder Retrigger. Das kannst du für ganze Szenen machen oder auch für einzelne Zellen. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich mache es hier mal für eine einzelne Zelle. Ich gehe auch mit Rechtsklick drauf, gehe auf Wiedergabe und gehe auf Wiedergabemodus. Im Moment ist Retrigger ausgewählt. Wenn ich aber jetzt Start, Stopp auswähle, dann bedeutet das, dass die Zelle, wenn ich draufklicke, anfängt zu spielen. Und wenn ich wieder draufklicke, fängt sie an zu stoppen. Nein, stoppt sie. Okay, also ich klicke drauf, Zelle spielt. Ich klicke wieder drauf, Zelle stoppt. Ja, dann können wir jetzt mal einen anderen Wiedergabemodus ausprobieren. Und zwar nehmen wir jetzt Gehalten. Das ist sehr interessant. Und zwar spielt die Zelle jetzt nur, wenn ich mit der Maus draufgeklickt bleibe und hört sofort auf, wenn ich die Taste wieder loslasse. Okay, das heißt, solange ich die Zelle gedrückt halte, spielt sie, wenn ich sie wieder loslasse, in dem Fall mit meiner Maus, hört sie auf zu spielen. Das ist schon mal sehr interessant für das Live-Looping, wenn du spezielle Effekte machen möchtest. Und für spezielle Effekte eignet sich auch die nächste Wiedergabeoption und das ist Retrigger. Retrigger ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Start und Stopp. Das bedeutet, wenn ich die Zelle abspiele, dann fängt die an zu spielen. Und wenn ich dann wieder drauf drücke, stoppt sie nicht, wie bei der Start-Stopp-Option, sondern sie fängt wieder von vorne an, ja. Geh weg. Drück wieder von vorne drauf. Ja, das heißt also, sie stoppt nicht, sondern sie fängt immer dann von vorne an, wenn ich draufklicke. Und das kann interessant sein, wenn du jetzt zum Beispiel ja, so Wiederholungseffekte machen möchtest oder so Stutter-Effekte. Wenn ich das hier jetzt mal ein bisschen schneller mache, die Quantisierungsart und hier drauf drücke,
dann kann ich die Zelle, ja, kann ich so eine Art Wiederholungseffekt oder Starter-Effekt einbauen. Ja? Stopp die nochmal und drück einfach hier schneller hintereinander drauf. Okay, hast du gehört? Also das kannst du auch dann sogar noch schneller machen. Auch das ist fürs Live-Looping wieder sehr gut geeignet. Und damit kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Und das ist, die Zellen rückwärts abspielen zu lassen. Das kann natürlich auch spannend sein. Und zwar geht das hier über Wiedergabe zum Beispiel rückwärts. Jetzt spielt diese Zelle hier rückwärts ab, während die Basszelle vorwärts abspielt. Okay, und so kann ich sie wieder rumdrehen. Also auch das ist in diesem Fall jetzt nicht so spektakulär gewesen, kann aber interessant sein für verschiedene andere Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist auch, das Tempo zu halbieren von einer Zelle. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal hier diese Szene mal kurz reinhören. Und so weiter. Dann hören wir uns mal diesen Snare-Fill hier an. Nehmen wir mal an, der ist mir zu schnell und ich möchte einfach nur halb so schnell abspielen. Das kannst du das hier über Tempo machen. Eins ist normal, zwei ist doppelt und halb, also ein halb wäre jetzt die Hälfte vom Tempo, also spielt er nur halb so schnell ab. Und dann würde der Loop jetzt oder die Szene hier so klingen. Auch das ist sehr, sehr einfach möglich in Logic Live Loops. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Tipp. Ich mache das hier mal wieder auf das normale Tempo. Im nächsten Tipp möchte ich dir zeigen, was du machen kannst, wenn dir ein Teil einer Zelle gefällt, aber ein anderer Teil gefällt dir nicht. Und das machst du über den Live Loops Inspektor. Den findest du hier oben. Und hier hast du diesen Inspektor. Da kannst du den Loopstab bestimmen und die Looplänge zum Beispiel bestimmen oder die Zellenlänge. Je nachdem, Zelle wäre es jetzt, wenn es jetzt kein Loop wäre. In diesem Fall ist es aber ein Loop. Und nehmen wir mal an, von dieser Zelle gefällt mir jetzt die erste Hälfte, aber die zweite nicht. Dann kann ich einfach die Zellenlänge hier verkürzen oder die Looplänge. In diesem Fall verkürze ich die Looplänge und gebe hier einfach nur 1 ein. Und dann siehst du schon hier, dass es sich verändert hat und er spielt jetzt nur die erste Hälfte von diesem Loop. Das sind es, glaube ich, nur 4 Snare-Drum-Schläge in dem Fall. Okay, das mache ich aber wieder rückgängig, weil das ist ja relativ langweilig. Falls es jetzt andersrum ist und du möchtest, dass die zweite Hälfte nur abgespielt wird, aber die erste nicht, habe ich jetzt zumindest keine andere Möglichkeit gefunden, als diese Zelle hier im Piano Roll Editor, was nämlich auch ganz einfach ist, nachzubearbeiten. Das heißt, ich klicke hier drauf. In diesem Fall ist es jetzt der Step Sequencer, mit dem könnte ich das auch machen. Aber da ich vom Piano Roll gewöhnt bin zu arbeiten, konvertiere ich das einfach kurz in eine MIDI-Zelle. Auch das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kann ich hier doppelt draufklicken und jetzt siehst du schon, jetzt kann ich hier einfach diese 4 Schläge löschen und dann wird er mir nur die zweite Hälfte abspielen. Weiter geht's mit dem nächsten Tipp und das ist Logic's Drummer. Auch Logic's Drummer ist perfekt in Live Loops integriert und das heißt, du kannst einfach Drummer-Zellen hier erstellen. Nehmen wir mal an, ich befinde mich in dieser Szene hier oder in der hier und sage jetzt, okay, ich hätte hier gern einen Percussion-Loop mit dazu, weil das besser klingt, weil es hier so ein bisschen leer klingt. Dann möchte ich das in diesem Fall jetzt über Logic's Drummer machen. Ich wähle Logic's Drummer aus und schwupps, habe hier eine neue Drummer-Zelle und hier ist auch schon SoCal. Ups, das war jetzt das Kit, das wollte ich nicht. Das fügst du einfach hinzu. Wenn wir jetzt hier bei SoCal sind, siehst du, wenn du hier drauf gehst, ein Plus. Peng, schon ist er da. Und jetzt kann ich hier einfach zum Beispiel den normalen Groove, den alle Logic-User kennen, laufen lassen. Ja, das will ich jetzt aber nicht. Ich möchte nicht diesen SoCal-Groove, sondern ich möchte in dem Fall jetzt tatsächlich nur Percussion. Das heißt, ich schalte hier alles aus und ich möchte jetzt zum Beispiel hier ja meinen Schellenreif, ein bisschen komplizierter, ich in dem Fall jetzt einfach mal so lauter machen und dann habe ich hier meine Percussion schon ruckzuck in wenigen Sekunden mit eingebaut. Hört man hier nicht so gut, aber du hörst es hier. Ja,
bisschen leise jetzt, aber so kannst du ruckzuck dir Percussion über Logic's Live Drummer einfach hier mit einbauen. Nächster Tipp, Logic Live Loops und Automation. Du kannst Zellen natürlich auch mit Automationsdaten bearbeiten und ich zeige dir jetzt den einfachsten Weg dazu. Ich habe hier ein kleines Arrangement erstellt, da hören wir mal kurz rein. Gut, die Fläche hier im zweiten Teil, diese 16mm Dream Sequence, den finde ich zwar ganz nett vom Klang her, aber es ist ein bisschen langweilig und ich möchte ein bisschen mehr Rhythmus reinbringen. Und deswegen gehe ich jetzt hier ins Arrangement-Fenster, weil ich Automation einzeichnen möchte. Das geht recht einfach und zwar gehst du hier oben drauf und dann hast du hier das Arrangement-Fenster. Und ich kann ihn jetzt einfach rüberziehen, spielt jetzt zunächst mal keine Rolle, wo der ist. Ich mache es mal hier auf 1. Und ich möchte jetzt hier lediglich die Automation einzeichnen. Und um ein bisschen Groove reinzubekommen, öffne ich den Step FX. Den mache ich hier gerade mal neu auf. Der ist bei Logic hier unter Multi-Effekte. Das ist mein Step FX. Und ich möchte jetzt hier einfach einen, ich nehme mal was Einfaches hier, Anthem Gated Space zum Beispiel. Und in diesem Fall klingt das dann hier so. Ja, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Bewegung drin, aber ich möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, indem ich den Cut-Off-Filter jetzt zum Beispiel bewege oder mit der Resonance hier rumspiele. Ich probiere gerade mal, ob ich das hinkriege, dass ich das hier ein bisschen spannender bekommen kann. Okay, die Resonance habe ich ein bisschen hochgedreht. Damit bekomme ich es nachher über den Cut-Off ein bisschen aggressiver. Ja, was ich jetzt machen muss, ist, ich zeichne das hier, den Cut-Off-Filter ein als Automation. Hier ganz normal in die Automationsansicht, wie du das vom Arrangement-Fenster auch kennst. Und wir können den hier mal zumachen. Keine Angst, den kann ich nachher wieder aufmachen. Und ich gehe mal jetzt hier direkt rein. Ich kann hier in die Automation gehen und wähle mir jetzt von meinem Step FX den Cut-Off-Filter. Und jetzt möchte ich den, das ist jetzt schon eingezeichnet, weil ich es vorher schon mal probiert habe, einfach aufmachen bzw. zumachen, je nachdem, wie rum du das siehst. Das heißt, ich sperre dann die höheren Frequenzen und ziehe den dann hier so runter und dann klingt das so. Okay, ganz typische Filterbewegung, wie du es schon tausendmal gehört hast. Und jetzt ist der Clou, dass ich das einfach hier reinziehen kann, wieder in mein Logic Live Loops Arrangement. Und wenn ich das mache, und das ist der Clou, dann siehst du hier ein Automationszeichen. Das heißt also, du siehst, dass diese Zelle Automationsdaten hat. Und das ist sehr geschickt, wenn du irgendwie nicht weißt, warum bewegt sich jetzt hier diese Sequenz oder warum klingt die so, dann kannst du hier reinschauen und siehst, okay, diese Zelle hat Automationsdaten, die ich vielleicht eventuell nachbearbeiten möchte. Und damit kommen wir schon zum nächsten Tipp. Und das ist die Logic Remote App. Diese App kannst du dir einfach kostenlos im App Store runterladen. Und mit dieser App kannst du dein Logic-Projekt mit deinem iPhone oder mit deinem iPad fernsteuern. Ja? Wichtig ist nur, dass beide im gleichen WLAN-Netzwerk sich befinden, sonst funktioniert das nicht. Also nachdem du dir deine App runtergeladen hast, öffnest du einfach dein Logic-Projekt, anschließend die App und dann sollten die sich automatisch verbinden. Das siehst du hier, ich habe jetzt hier schon das gleiche Projekt, die beiden Geräte haben sich erkannt und jetzt kann ich hier ganz einfach mein Logic-Projekt hier über mein iPhone steuern. Du kannst es am Monitor mit beobachten. Wie du siehst, das funktioniert schon mal super. Noch effektiver wird es mit Logic Remix FX, mit diesem Multi-Effekt. Den kann ich hier zum einen zwar auch schon in meinem Mac selber steuern. Ich habe hier nur das Problem, dass ich hier immer nur mit einer Hand steuern kann, also mit der Maus entweder hier
oder hier. Und wenn ich das jetzt hier auf meinem iPhone öffne, also hier Remix FX, du hast hier pro Seite 6 Effekte jeweils, die du einstellen kannst. Ich habe da auch nochmal ein genaueres Tutorial dazu gemacht. Dann hast du ja 2 Daumen, mit denen du steuern kannst und kannst so wesentlich mehr Effekte anfahren. Ich zeige dir das gerade mal direkt. Du kannst im iPhone-Screen beobachten, was passiert. Und ich bin natürlich ein lausiger Live-DJ, weil ich das nie mache. Deswegen wird es jetzt gruselig werden. Aber einfach nur, damit du siehst, was möglich ist. Ich lasse mal gerade das hier laufen und dann mache ich hier ein paar Effekte. Hier machen wir das. Also Logic Remote und Remix FX, heißer Tipp hier, über das iPhone bedienen. Jetzt noch ein kleiner Bonustipp, den ich dir geben möchte, wenn du erst zum ersten Mal mit Live Loops arbeitest und dich irgendwie noch gar nicht richtig wohlfühlst damit. Ich habe dir am Anfang gesagt, du kannst hier am besten, kommst du zurecht, wenn du dir Loops einer bestimmten Loop-Gruppe raussuchst, also hier Long Ago Beat, die werden hier alle zusammenpassen. Und damit kannst du schon dann ein bisschen rumprobieren und wirst schon recht schnell ganz gute Ergebnisse erzielen. Aber irgendwann möchtest du natürlich auch Loops mischen oder externe Loops verwenden. Und auch das geht ganz einfach. Ich würde hier schauen, dass die zumindest mal von der Tonart alle zusammenpassen. Und jetzt kannst du hier, man kann es natürlich auch anspielen, jetzt kannst du hier, wenn du die Command-Taste gedrückt hältst, können wir jetzt verschiedene Loops raussuchen. Du kannst auch externe Loops raussuchen. Und ich kann die jetzt hier reinziehen. Was du jetzt siehst, ist das Problem, dass er das nicht erkennt. Er weiß ja nicht, dass du diese Loops jetzt in eine Szene bringen willst und ordnet sie horizontal an. Das ist natürlich doof, weil du kannst du nicht testen, ob sie zusammenpassen. Das kannst du einfach verhindern, indem du die Shift-Taste drückst und schwupps, jetzt siehst du schon, dass er diese Zellen hier untereinander angeordnet hat. Und jetzt kannst du probieren, ob die Sache hier zueinander passt. Ja, die sind jetzt von verschiedenen Loop-Gruppen, also sind verschiedene Loops. Dadurch, dass es die gleiche Tonart ist, hat es schon einigermaßen gepasst. Aber normalerweise musst du natürlich da ein bisschen länger rumprobieren, dass es auch wirklich ein gutes Gesamtbild ergibt. Noch ganz kurz, falls du dich über das komische Setup hier wunderst, warum ich nicht im Studio bin. Ich sitze wieder mal in Spanien fest, mein Flug wurde annulliert. Ich kann erst wieder oder hoffentlich nächste Woche zurück nach Deutschland. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Oder falls du ein Live-Loop-Profi bist, im Gegensatz zu mir, lausigem DJ hier, dann kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, was du noch für Tipps hast, wie man Live-Loops besser bedienen kann. Ich würde mich riesig freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!